Wer hat's erfunden? Wer hat's erfunden? Ricola. Sie kennen diese Werbung, oder? Ich habe neulich einen Werbespot angeguckt, da stehen drei ganz martialische Chinesen in Kampfkluft. Wir haben ein Mittel gegen Heiserkeit gefunden, ein Kräuterbonbon. Und da steht dann ein korrekt gekleideter Schweizer und er sagt, wer hat's erfunden? Und die Chinesen dann ganz kleinlaut, Ricola. Wer hat eigentlich den Gottesdienst im Grünen erfunden? Das war Jesus selbst. Wir lesen in dieser Geschichte, dass er am See Genezareth gepredigt hat und dann in ein Boot gestiegen ist, um zu den Menschen zu reden. Das ist nicht nur eine amüsante Bemerkung, die der Pfarrer macht, damit die Leute mal lächeln, sondern das ist so etwas wie das Programm von Jesus. Er bleibt nicht in der Synagoge wie die Rabbis, die Gelehrten. Er lehrt auch nicht nur im Tempel am heiligen Ort, sondern er geht dort hinaus, wo die Menschen sind. In den Alltag. Da geht Jesus hin und dort verkündigt er das Reich Gottes. Wenn der Glaube nur eine Sache ist für den Sonntagmorgen, für diese eine Stunde, dann wäre es eine traurige Angelegenheit. Wenn der Glaube an der Kirchentür anfängt und an der Kirchentür aufhört, dann wäre es eine komische Sache. Der Glaube gehört in den Alltag, in unsere alltäglichen Dinge. Paulus schreibt einmal, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Ein Glaube, der nicht praktische Auswirkungen hat auf unser Leben, der unser Leben nicht verändert, was ist das? Das ist ein Traum, eine Illusion. Aber das wollte Jesus nicht, dass wir uns hinwegträumen aus einer harten Wirklichkeit in eine schöne, heile Welt. Dass wir uns ein paar fromme Gedanken machen und dann im Alltag gibt es wieder das Hauen und Stechen wie immer. Sondern das, was man da hört, was man miteinander feiert, das soll den Alltag gestalten. Die alten Pietistenväter haben gesagt, wenn ein Bauer sich bekehrt, dann merkt das die Kuh im Stall. Weil er dann anders mit ihr umgeht, weil er Respekt hat vor der Kreatur. Und ein modernerer hat mal gemeint, der Glaube wirkt sich aus bis auf die rechte hintere Gesäßtasche an der Hose, da wo der Geldbeutel sitzt. Der Glaube ist nicht nur etwas für eine fromme Innerlichkeit, sondern das wirkt sich aus. Wenn ich empfangen habe, dann will ich austeilen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wer hat's erfunden? Jesus hat den Gottesdienst im Grünen erfunden. Er wollte bei den Leuten sein, ihnen zeigen, dass Gott nicht nur in einen heiligen Bereich gehört, sondern in unseren Alltag. Der Glaube will unseren Alltag verändern. Das ist aber nur eine Vorbemerkung. Das Eigentliche in dieser Geschichte, was erzählt werden soll, ist, als Jesus fertig ist mit seiner Predigt, da fordert er Petrus, er heißt eigentlich Simon, er wird nur Simon hier genannt, er fordert Simon auf, zum Fischen hinauszufahren. Aber es ist heller Tag, ich bin kein großer Angler oder Fischer oder sowas, aber das weiß selbst ich. Tagsüber fängt man nichts. Denn tagsüber sind die Fische unten, zumindest wenn die Sonne hell scheint. Das, was Jesus hier fordert von Simon, dass er hinausfährt zu fischen am hellen Tag, das ist eigentlich Unfug. Das ist gegen alle Vernunft, das ist gegen alle Erfahrung. Die ganze Nacht waren wir draußen, sagt Simon. Wir haben nichts gefangen. Und jetzt am Tag soll es besser sein, wenn die Umstände viel, viel schlechter sind. Es ist gegen seine Erfahrung, sogar gegen seine Berufsehre. Da kommt einer, der gar kein Fischer ist und will ihm, dem Fischer, sagen, was er zu tun hat. Das ist, als wollte ich dem Ulrich Nissler erklären, wie man Trompete spielt. Und das Wunder ist, dass der Simon das trotzdem macht. Auf dein Wort hin werde ich hinausfahren und die Netze auswerfen. Wenn man mit einem Satz sagen will, was Glauben bedeutet, dann wäre das so ein Satz, aber auf dein Wort hin tue ich das, was gegen die Statistik ist, gegen die Wahrscheinlichkeit, gegen die Wissenschaft. Ich vertraue deinem Wort mehr als dem, was mir die Erfahrung sagt. Auf dein Wort hin. Auf das Wort Gottes hin ist Abraham ausgezogen, gegen alle Vernunft, weil er dem geglaubt hat, was dieser Gott ihm gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
Liebe Gemeinde, wie oft stehen Vernunft, Erfahrung, all das, was wir Menschen so für gut und richtig halten, gegen das, was wir in Gottes Wort lesen? Und Glaube würde bedeuten, ich lege das nicht einfach weg und sage, das ist weltfremd, sondern ich vertraue darauf, dass du, der Himmel und Erde gemacht hat, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dass der weiß, was er mit mir vorhat. Und deshalb gehe ich seine Wege. Und dann geschieht das Wunder, dass Simon hinausfährt und die Netze auswirft und dass die Netze so voll sind, dass sie schier zerreißen, dass man ein zweites Boot herzurufen muss, damit man alle die Fische bergen kann. Das kann geschehen, wenn ein Mensch im Vertrauen auf Gott das tut, was gegen die Vernunft sein mag. Und dann geschieht etwas Erstaunliches, als Simon diese Fülle an Fischen in seinem Boot hat. Da könnte man denken, jetzt müsste er in Jubel ausbrechen. Jetzt müsste er tanzen in seinem Boot und sagen, wunderbar, es hat sich doch gelohnt, dass ich es gemacht habe. Er fällt vor Jesus nieder und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Im Anblick dieses Wunders begreift er einfach einmal, wer er selber ist. Ich bin ein sündiger Mensch, heißt nicht, ich habe so viel schlimme Sachen gemacht und so viel auf dem Kerbholz, sondern er begreift auf einmal, was Sünde eigentlich bedeutet. Dass ich, Mensch, in meiner Schwachheit gar nicht zu dem heiligen Gott passe, zu dem, der Wunder tun kann. Ich und Gott, wir passen gar nicht zusammen. Das geht gar nicht. An dieser Stelle sagt Simon, Herr. Vorher hat er Jesus Meister genannt. Das ist eine respektvolle Anrede. Jetzt sagt der Herr zu ihm. Herr ist eigentlich der Titel, der damals Gott vorbehalten war. Er erkennt, dass in diesem Menschen Gott selber da ist. Und deshalb erschrickt er und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er macht das, was eigentlich das Schlechteste ist, was ein Sünder tun kann, Jesus wegzuschicken. Denn dazu ist er ja gerade gekommen, um den Menschen mit Gott wieder in Verbindung zu bringen und alles zu beseitigen, was uns hindern könnte. Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das sagt Jesus bis heute zu denen, die erschrecken vor ihrer Schuld und sagen, ich passe doch gar nicht zu Gott. Doch, wir dürfen bei ihm sein. Er macht uns zu seinen Kindern. Dazu ist Jesus gekommen. Und dann nimmt Jesus ihn in seinen Dienst. Nicht den selbstsicheren Simon, sondern den erschrockenen Petrus, den nimmt er in seinen Dienst. Das ist der Felsen, auf den er seine Kirche baut. Einen Menschen, der sich's gar nicht zutraut. So ist das bei Gott, dass er nicht die Leute braucht, die sagen, mir ist an mir und ich kann das und ich krieg das hin, sondern dass er die gebraucht, die erschrecken und sagen, aber auf dein Wort hin will ich es wagen. Wenn man glauben will, muss man mutig sein. Man muss dem vertrauen, was Gott sagt, mehr als der Angst, die in einem sitzt. Und deshalb heute nicht Amen, liebe Gemeinde, sondern hört hin, was er euch sagt und fahrt hinaus und werft die Netze aus. Wagt es auf sein Wort hin und Petri heil beim Fischfangen.